warum sich die meisten DJs bei ihrer Arbeit ausbeuten und unterm Strich eigentlich sogar draufzahlen dafür, dass sie für andere arbeiten dürfen und wie du es schaffst, deine Gage so zu kalkulieren, dass du deine Ausgaben im Griff hast und für deine Dienstleistung auch richtig entlohnt wirst, das erfährst du in diesem Video. Abonnier den Kanal, nur dann verpasst du nichts. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen hier bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Heutiges Thema ist, so kalkulierst du deine Gage richtig. Denn wir bekommen immer wieder Anfragen über Social Media, bei welchen Veranstaltungen, unter welchen Umständen, eben zu welchen Konditionen soll ich denn welche Gage verlangen. Ja, und das kann man natürlich nicht pauschalisieren, das ist sehr individuell und muss man eben ja, ganz konkret einfach immer kalkulieren. Und deswegen hier mal das Video, wie ihr das Ganze angehen könnt. Ja. Erstmal allgemein nochmal zur Thematik, im Prinzip da ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, ja, weil es ist ja so, dass die meisten DJs leider im Prinzip ihre Gage nur Pi mal Daumen ja, kalkulieren oder sich überlegen, was könnte ich denn noch vertreten an Gage sozusagen, ja, was kann ich diesem Auftraggeber jetzt zumuten, dass ich den Auftrag noch bekomme. Ja. Also denken vielleicht gar nicht so aus ihrer Sicht, was sie verdienen oder was sie verdienen müssten, was sie an Verdienst brauchen, ja, dass sie überhaupt ja, in die grünen Zahlen kommen, sondern eher mit Fokus auf den Auftraggeber. Ja, was kann der bezahlen? Was ist er bereit zu zahlen? Was kann ich dem sozusagen zumuten, damit er mich nimmt und nicht die Konkurrenz? Ja, und sowieso alles eher so Pi mal Daumen. Ja, 100 Euro, 200 Euro, ja, das ist schon recht viel. Okay, dann mache ich mal das. Ja, aber die allerwenigsten rechnen ihre Gage wirklich mal genau durch, um zu gucken, wie viel brauche ich denn überhaupt. Ja. Sowieso reden wir hier ja schon von einem Punkt, ja, wo ihr das Ganze professioneller angeht, wo ihr hoffentlich regelmäßig Aufträge bekommt und eben auch ja, dahinterher seid, eine anständige Gage zu bekommen und nicht eben, dass ihr jetzt komplett am Anfang seid. Ja. Dann sind natürlich wieder andere Spielregeln, ja, wo man vielleicht auch mal umsonst auflegt, um einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und dann kann man immer noch Gage nachverhandeln, ja, aber auch da empfehlen wir euch, fangt da im Prinzip so schnell wie möglich an. Ihr habt ja nichts dadurch zu verlieren, ja, wenn ihr mal das alles durchkalkuliert mit euren Ausgaben und wie viel ihr ins DJing steckt. Ja, ihr habt dann nur, könnt nur gewinnen, weil ihr ein viel besseres Gefühl eben mal habt. Ja. Oft wird sich hier eben auch an der Konkurrenz orientiert. Ja, das hören wir leider auch sehr oft, dass man sagt, ah, ich kann nicht mehr verlangen, weil die Konkurrenz liegt auch nur zu dem und dem Preis auf und dann werde ich ja nicht genommen. Was in gewisser Weise stimmt und in gewisser Weise falsch ist, weil wenn du sozusagen nichts änderst, außer den Preis deiner Gage oder die Höhe deiner Gage, wirst du wahrscheinlich nicht gebucht. Aber wenn damit noch einhergeht, ja, dass du lernst eher zu verhandeln, deinen Preis durchzusetzen, dass du die Qualität deines Auftritts verbesserst und erhöhst, dann sind es natürlich wieder andere Spielregeln. Denn wenn du deine Gageerhöhung auch legitimieren kannst, ja, und man den Wert dahinter erkennt, ja, dann eben wird es auch viel wahrscheinlicher, dass du es durchbekommst, logischerweise. Ja, viele DJs lassen sich sogar die Gage auch vom Kunden vorschreiben, ja, das heißt, sie sagen erst gar nicht irgendwas, sondern es heißt einfach nur so, hey, ich kann dir den Gig für 100 Euro geben, bist du dabei, ja oder nein, so friss oder stirb. Das ist leider auch eine sehr unschöne Situation und da möchten wir auch dran arbeiten, eben, dass wir das für die DJs verbessern im Prinzip, ja. Weil das ist dann auch kein Deal mehr auf Augenhöhe, sondern das ist vom Auftraggeber leider sehr von oben herab. Und ja. Viele DJs haben auch leider so ein bisschen die Einstellung, Hauptsache auftreten, ja, auch wenn es umsonst ist und wenn ich ein paar freie trinke und irgendwie Eintritt noch für meine Kumpels oben drauf bekomme, dann reicht mir das. Kann man machen als Anfänger, aber da muss man wirklich schauen, dass man zeitnah ja, dann sich mit den Auftraggebern auseinandersetzt, um zu schauen eben, wie man es dann in Zukunft macht, weil sonst hast du ewig diesen Stempel und wenn du 4-5 Mal umsonst aufgelegt hast, dann wirst du sozusagen dieses Branding nicht mehr los, dass du der umsonst Auflegende bist, ja, und dann wird es umso schwerer, da wieder rauszukommen. Deswegen am besten schon, bevor du dieses eine Mal Probe auflegen umsonst gemacht hast, abklären und sagen, hey, wenn dir das gepasst hat, ja, wenn du es cool findest, wenn du so weitermachen möchtest, dann eben ab nächste Mal roundabout 100 Euro, sage ich jetzt einfach mal, ja. Nur als Tipp. Ja,
Oft wird sogar unterm Strich noch draufgezahlt, wenn man das Ganze richtig kalkuliert, weil wenn man wirklich alle Ausgaben, die man hat, in das DJing einfließen lässt und nicht jetzt nur die Musikeinkäufe gerade vor dem letzten Gig, ja, oder das Equipment, das ich genau da gebraucht habe, sondern irgendwelche anderen Verbrauchsmaterialien und noch Webauftritt und vielleicht noch der Steuerberater und alles, was so ein bisschen entfernter damit zu tun hat, aber was eigentlich auch Kosten sind, die das DJing betrifft, ja, dann legen ganz viele DJs eben unterm Strich drauf. Ja, das heißt, die arbeiten dann durch die Nacht, ja, übers Wochenende x-mal für wie viele Leute und stiften eigentlich auch extrem viel Wert und müssen aber trotzdem noch selber draufzahlen. Klar kann man jetzt sagen, ist irgendwie Hobby, ist irgendwie Leidenschaft, aber das spricht doch nichts dagegen, dass du auch trotzdem verdient hast, eben für diesen eben enormen Mehrwert, den du stiftest, auch eine finanzielle Anerkennung zu bekommen. Warum denn nicht? Ja, gut, wenn dir das Geld wirklich komplett egal ist und du sonst dein Leben anders finanzieren kannst, geil, herzlichen Glückwunsch. Wirklich cool, in der glücklichen Lage sind halt leider nicht alle. Wenn wir uns das nochmal anschauen, ja, weil normalerweise, wenn ihr eben auf so einem Level seid, dann habt ihr auch ein Gewerbe angemeldet, dann dürft ihr sogar gar nicht so handeln, ja, weil ein Unternehmen muss per Gesetz gewinnorientiert handeln. Ich habe das auch bei Wikipedia gerade nochmal rausgesucht. Ja. Ich kann euch das hier auch gerne mal auf den Bildschirm schmeißen. Wenn man nicht immer schaut, ein Unternehmen ist eine wirtschaftlich selbstständige, gewinnorientierte Organisationseinheit. Das heißt eben, ihr könnt gar nicht die ganze Zeit drauflegen sozusagen, weil irgendwann dreht euch das Finanzamt den Hahn zu. Ja, und das hat nämlich auch einen Namen, das heißt Liebhaberei. Ja, das heißt, wenn ihr mal mehrere Monate und Jahre immer Minus macht, dann sagt irgendwann das Finanzamt, ja, sorry, aber das ist hier kein gescheites, florierendes Unternehmen. Bitte hör mit auf, so ungefähr. Ja, dann machen die den Laden einfach dicht. Außerdem brauchst du ja logischerweise laufend Geld. Ja, du musst mal dein Equipment warten, reparieren lassen, du willst neues Equipment kaufen, du musst sowieso regelmäßig Musik kaufen. Deine DJ-Software kostet dich Geld. Je nachdem, wenn du es im Abo hast, ja auch laufend und nicht nur einmal. Und wenigstens diese Sachen sollten doch von der Gage gedeckt sein. Und natürlich kannst du eben sagen, gerade schon angesprochen, ja, DJing ist für mich hauptsächlich ein Hobby, ja, aber sobald diese geschäftliche Ebene dazukommt, dass du eben Gewerbe angemeldet hast, dass du auch Gage für deine Auftritte bekommst, dann ist es eben nicht einfach nur mehr Hobby und dann muss man einfach umdenken. Und bei vielen Leuten ist es halt so, dass sie aus dem Hobby irgendwie in dieses gewerbliche DJing reingerutscht sind, aber immer noch dieses Mindset aus dem Hobby haben und jetzt nicht mehr im Prinzip geschäftlich denken. Oder was jetzt nicht mehr, noch nicht. Ja, lustiges Paradoxon, sage ich jetzt mal, ist halt, dass sobald du anfängst, halt eine Gage zu verlangen und eben auch eine, die man rechtfertigen kann und die deinen Wert widerspiegelt, dann führt es sogar dazu, dass du noch mehr Aufträge bekommst und generell deine Karriere besser läuft, weil du ja auch kommunizierst, dass du das Ganze professioneller angehst, dass du wirklich, ja, ein Profi-DJ bist und das ganze Business ernst nimmst. Ja. Und dann fällst du eben raus aus dieser Kategorie Anfänger, umsonst DJ, ne, die man auch leider eben oftmals sehr schlecht behandelt. Nur im Prinzip, um da mal ein Bewusstsein dafür zu beschaffen. Ja. Wichtig ist logischerweise, dass du deine Ausgaben erstmal kennst, ja, weil das ist ja das Allermindeste. Und dann geht es noch darum, dass du deine Dienstleistungen noch anständig vergütest. Ja, man kann das jetzt einfach über Stundenlohn zeitmäßig machen oder eher relativ subjektiv im Prinzip über den Wert, den du stiftest. Ja. Das ist dann on top für dich. Aber mal die Ausgaben ist ja mal das Allermindeste. Also kommen wir jetzt mal dazu, was eben muss ganz konkret einfließen. Ja, das Allerdirekteste bei jeder Veranstaltung ist ja sowas wie Fahrtkosten, Übernachtungskosten, ja, falls es notwendig ist. Wenn nicht, ist natürlich umso besser, aber das sind ja ganz direkte Kosten. Verpflegung genauso. Veranstaltungs- und DJ-Equipment ist auch klar, wenn ich extra was leihen muss, ja, oder mir extra was kaufe. Aber auch wenn du dein altes Equipment, was du eh immer hast, privat mitnimmst, solltest du das anteilig berechnen. Ja, weil auch das gab es ja damals bei der Anschaffung nicht umsonst. Vielleicht hast du Verbrauchsmaterialien, irgendwelche Kabelbinder, Tape, Nebelfluid, Seifenblasen, Konfetti, keine Ahnung, irgendwas, was du halt auch bei der Veranstaltung direkt verbrauchst, kostet auch Geld. Dann, was wir dir auch immer wieder ans Herz legen, ist, hol dir ein Foto und einen Videograf, jemand, der dich bei dem Gig begleitet, dass er geile Bilder macht, dass du ein cooles Aftermovie hat, was du wieder für Social Media benutzen kannst, für deine Website,
ja, um Social Proof zu erzeugen, um zu zeigen, ich lege wirklich auf, ich nehme das Ganze professionell. Und ja, das ist hier wirklich Business und was ich mache, ist geil. Die Leute haben Spaß, ich habe Spaß beim Auflegen. Du solltest mich buchen, damit es bei dir eben auch so geil wird. Und das kannst du nur darüber kommunizieren. Außerdem kommen natürlich noch dazu allgemeine Ausgaben. Ja, vorhin schon mal kurz angesprochen. Versicherung, Telefon, Internet, Musikbeschaffung, Marketingmaßnahmen, Softwarelizenzen, sei es jetzt für deine DJ-Software, aber vielleicht hast du auch Mixed in Key und noch sonst irgendwas, was Geld kostet. Ja. Streaming-Ausgaben, die auch laufend sind, Webauftritt, ja, dein Domain, dein Hosting, vielleicht musst du ja auch eine Agentur bezahlen, die die Website für dich macht, je nachdem. Ja. Auch hier Foto- und Videograf wieder noch im Nachgang, nicht nur bei der Veranstaltung selber, sondern auch im Nachgang. Steuerberater, Weiterbildung und so weiter. Für alle noch als kleines Easter Egg, die es nicht wussten, ihr könnt auch Weiterbildung von der Steuer absetzen, wenn sie mit eurem Business zu tun haben. Das heißt zum Beispiel die Kosten für unsere Academy, die könnt ihr komplett bei eurer Steuer eben absetzen und ihr könnt euch sogar eben die Mehrwertsteuer wiederholen. Das heißt im Prinzip, ihr bildet euch praktisch umsonst. Ganz wichtiges Argument. Und was muss alles in die Kalkulation einfließen? Natürlich dann noch als letztes deine Dienstleistung. Ja, das heißt, du hast Auf- und Abbau, vor allem für die Mobile DJs. Und du hast natürlich auch deine Set-Time. Je nachdem, wie lang die ist, wie groß ist die Veranstaltung, variiert es auch nochmal. Ja. Also Auf- und Abbau solltest du roundabout mit 20 Euro kalkulieren. Und deine Set-Time, also 30 Euro, sollte man da eigentlich auch schon mal pro Stunde logischerweise ansetzen. Aber je nachdem, eben wenn du sehr fame bist und sehr geile Sets hinlegst und schon länger dabei bist, dann ist natürlich wie immer nach oben alles offen. Ja, aber dann kalkuliert man normalerweise auch nicht mehr über einen Stundenlohn, sondern einfach generell, das ist mein Wert, bam, und den gibt es zu zahlen. Das hat dann nichts mehr mit einem Stundenlohn zu tun, sondern das ist value-based, wie man so schön sagt. Ja. Das heißt, du wirst nur für den Mehrwert bezahlt, den du stiftest. Ja. Und dann David Guetta, der für 200.000 Euro Gage oder was weiß ich wie viel der kriegt, auf Tomorrowland auflegt, da eine Stunde lang, das steht auch in keiner Relation mit einem Stundenlohn. 100.000 Euro die Stunde, sag ich mal, das ist ja vollkommener Bullshit. Aber er zieht tausende Menschen auf dieses Festival und beschert auch tausenden, zehntausenden Menschen eine geile Zeit da. Ja. Und das ist der Wert, den er stiftet. Und dafür wird er bezahlt, nicht für die Zeit. Je nachdem, ob du Mobile-DJ oder Club-DJ bist, ja, ist dann die Abrechnung natürlich auch nach Art und Größe der Veranstaltung. Wenn du als Club-DJ sozusagen, ja, machen wir es mal so, als die Sparte in einer Bar auflegst, in der Lounge, ja, dann kannst du für den Abend auch mal 100, 150 Euro verlangen. Und das ist in Ordnung, weil das ist dann kein besonders stressiger Gig. Du bist vielleicht eher so als ja, Sidekick für eine coole Hintergrundmucke und vielleicht ab und zu später, wenn man noch ein bisschen tanzen möchte, aber eher low-key, ja. Wenn wir dann schon von einem Club-Gig reden, einem richtigen Club-Gig, dann, wo halt der DJ auch im Mittelpunkt steht, ja, dann fängt man mindestens eigentlich ab 200 Euro an, ja. Und nach oben ist sowieso alles offen, also wenn du in einer Großraumdisco auflegst, wo da 100 Leute vor dir stehen, dann sollten da auch schon mal mindestens 300-400 Euro rumkommen, ja. Und dann ist es auch ziemlich unabhängig davon, ob du jetzt ein 2-Stunden-Set fährst oder auch ein paar Stunden mehr, ja. Als Mobile-DJ zum Beispiel läuft da noch viel über die Stunden. Ja, das heißt, man sagt eben, ich koste roundabout eben 30, 40 Euro die Stunde. Und da kann man auch die Gage noch ein bisschen flexibel machen, weil man sagt, okay, das ist jetzt mal bis 2 Uhr ausgemacht. Wenn es dann noch 3 Stunden länger gehen soll, okay, können wir machen. Aber dann kommt eben nochmal Betrag X obendrauf pro angefangener Stunde. Ja, und auch sowieso gerade schon angesprochen, Fame-Bonus. Wie gesagt, ist ja klar. Irgendwann ist einfach ein Level erreicht, ja. Da hat es dann nichts mehr mit Zeit gegen Geldgeschäften zu tun, sondern da geht es nur darum, wie groß ist der Mehrwert, den du deinem Publikum stiftest, dem Auftraggeber, der dadurch eben am Eintritt verdient, an den Getränken und so weiter. Ja. Wie viel Wert kannst du da schaffen? Und dann wirst du auch dementsprechend bezahlt. Von daher unsere klare Empfehlung, setz dich mit der Gage deutlich auseinander, ja, zum einen für dich selber, dass du einfach mal weißt, wie viel Geld fließt denn da überhaupt rein, weil viele Leute müssen immer privat nachschießen, ja, dass am Ende vom Jahr denkt man eigentlich, ich habe doch ein paar tausend Euro verdient eigentlich mit dem Auflegen, aber irgendwie ist davon nichts übrig geblieben, wo ist die ganze Kohle hin, ja. Eben, zum einen mein Bewusstsein für deine eigenen Ausgaben schaffen, dann kannst du die Ausgaben vielleicht sogar reduzieren, ja, optimieren
oder eben du weißt auch mal wirklich, was brauche ich fürs Auflegen, kannst das dann auch besser verkaufen. So, dann kannst du dich besser verkaufen, kannst die Gage, die du dann verlangst, auch besser legitimieren, als wenn du dir einfach nur überlegst, ich brauche jetzt noch einen Gig, ich will unbedingt mal wieder auflegen. Ja, komm, wenn ich 100 Euro nehme, dann ist es ziemlich safe, dass ich einen Gig bekomme. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Wir haben aber jetzt als Special hier zu dem Video noch einen Sonderdeal. Wir haben den Gagekalkulator, konzipiert. Das ist ein Excel-Tool, wo eine Tabelle für Club-DJs und eine für Mobile-DJs drin ist, mit allen Positionen fix und fertig, auch mit den gegebenen Faktoren, mit den branchenüblichen Faktoren, die da hinterlegt sind, mit denen man zum Beispiel dann einen gefahrenen Kilometer umrechnen muss und so weiter und so fort. Die Formeln sind auch komplett hinterlegt, das heißt, ihr müsst nur noch eure Werte eintragen und bekommt dann eben das fertige Ergebnis ausgespuckt. Ich kann euch das einfach auch mal kurz zeigen. Ich habe den hier mal offen. Ja. Das heißt, ihr habt eben hier dann die beiden Tabellen. Das sieht jetzt wenig aus, aber es ist wirklich ja, durchdacht sozusagen. Ja, es ist ein bisschen komplexer, weil ja eben auch noch da Formeln hinterlegt sind. Und dann bekommt ihr eben hier raus, wie viel sind eure Ausgaben. Das ist das Allermindeste, was ihr verlangen müsst, damit ihr überhaupt im Prinzip wenigstens mal Break-Even seid. Und dann kommt hier eben noch die Zeit und der Wert, die Dienstleistung für euch oben drauf, wo ihr dann wirklich sozusagen mit eurer Dienstleistung was verdient. Ja. Und von daher haben wir das jetzt hier als Special Deal. Ihr findet den Link unter dem Video. Normalerweise kostet der 29,95 im Mitgliederbereich. Gibt es jetzt eben hier außerhalb des Mitgliederbereichs für alle, die das Video bis hierhin geschaut haben. Für 7 Euro könnt ihr euch jetzt direkt hier ziehen. Empfehlen wir euch sehr, denn auch deine Zeit ist mehr wert als 7 Euro, dass du dir hier eben so eine komplexe Tabelle selber erstellst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und hoffe, dass du deine Gage bald in den Griff bekommst. Oder vielleicht sogar beim Gagekalkulator rauskommt, dass du deine Gage schon mega im Griff hast. Das wäre natürlich umso geiler. In diesem Sinne bleibt wie immer nur noch eins übrig und das ist Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dein Patrick von Auflegen mit Erfolg.